Hey Leute und willkommen heute im Filmclub. Heute geht es um eine weitere Top Time und diesmal spreche ich mit euch über die 10 besten Animationsfilme. Hier will ich noch sagen, es sind keine Zeichentrickfilme dabei, also die ganzen Walt Disney Classics aus den 60ern, 70ern, 80ern, die wunderbar auch sind, die gehören in ein eigenes Ranking, deshalb hier nur die 10 besten Animationsfilme. Auf Platz 10 ist für mich Findet Nemo, ein wunderbarer Familienfilm aus 2003, der schon damals revolutionär war und einfach so viele Pointen und Witze hat. Der Film ist gefühlt zeitlos, der springt durch alle Generationen. Ich wette, der wird auch noch später Bestand halten. Der hat für mich schon so einen Kultfaktor. Ich kann ihn mir immer wieder ansehen, habe ihn bestimmt schon 10, 20 Mal gesehen und kann gefühlt jeden Satz mitsprechen. Anke Engelke liefert eine legendäre Performance von Dory und es ist einfach wunderbar, diesen Film zu sehen. Auf Platz 9 ist Drachenzähmen leicht gemacht. Hier nur der erste Teil, den zweiten Teil fand ich nicht so pralle. Aber der erste Teil ist wirklich ein wunderbarer Familienfilm, der wirklich für alle Generationen geeignet ist. Und es gibt so Witze, die verstehen eher die Älteren, Witze, die verstehen eher die Jüngeren. Aber die Botschaft, die der Film mit sich bringt, die Musik finde ich besonders geil in diesem Film. Diese ganzen Themen, die sich durch den Film durchschlängeln, ich habe es geliebt. Ich gucke mir diesen Film, wie gesagt, auch immer noch gerne an und werde ihn bestimmt auch meinen zukünftigen Kindern zeigen. Ist ein wunderbarer Film und bei mir auf der 9. Auf Platz 8 ist für mich die Toy Story Reihe, aber speziell der dritte Teil, der hat mir besonders gut gefallen. Der wurde von Michael Arndt geschrieben, er hat eine wunderbare Reunion der ganzen Charaktere kreiert, die ich noch besser geschrieben finde als in Teil 1 und 2. Es ist einfach wunderschön gemacht, eine Botschaft über das Erwachsenwerden. Der Moment am Ende, wo sie sich alle an den Händen halten, der ist denkwürdig und einfach nur Gänsehaut treibend. Ich kann mir diesen Film nur 1000 Mal ansehen und er ist einfach immer noch genial. Platz 8 ist Toy Story, speziell Toy Story 3. Auf der 7 ist für mich Megamind, ein sehr gewagter Film, denn hier geben sie dem Bösewicht die Protagonistenrolle und das schaffen sie on top. Denn hier werden ganz viele Superheldenfilme persifliert und daher ist es auch, wie ich finde, auch eher ein Film für die ältere Generation. Aber es gibt auch Slapstick-Momente für die Jüngere, also es ist so ein Familienfilm hoch 10, also das, was ein Familienfilm wirklich ausmacht, dass alle was zu lachen haben. Und es gibt so viele legendäre Momente, die ich aufzählen könnte, aber ich sage einfach, Megamind ist ein denkwürdiger Film, mein Platz 7. Oben schafft es auf die 6 ein Film, der in den ersten 3 Minuten schon so eine emotionale Tiefe erzeugt. Und das ohne viele Worte. Und das, obwohl es nur ein Rückblick ist, wir schaffen es, dass es in 3 Minuten uns dieser Carl Fredrickson ans Herz wächst. Und es ist einfach grandios, wie sie das gemacht haben. Pixar-typisch. Eine wunderbar kreative Geschichte. Und deshalb oben mein Platz 6. Platz 5 ist für mich die Western-Parodie Rango. Mit Johnny Depp auch in der Hauptrolle. Sie haben hier einen wunderbaren Animationslook kreiert, Auf Platz 5 ist für mich Rango, die Western-Parodie, die einfach nur grandios ist. Das ist wirklich ein Film, der eher nur für die ältere Generation geeignet ist. Denn kleine Kinder könnten hier sehr geschockt sein, was da für eine Brutalität und für eine Härte in diesem Film rübergebracht wird. Von Gore Verbinski inszeniert. Das Ganze hat so einen richtig dreckigen Look. Johnny Depp spricht Rango und es sind einfach so viele legendäre Momente dabei. Mein Lieblingsmoment, kein ziviler Ungehorsam in meiner Stadt. Rango ist meine 5, ein eher sehr erwachsener Animationsfilm. Auf der 4 ist die Monster-Reihe, also die Monster AG, Monster Uni, Monster AG fand ich einen Ticken besser. Es geht hier wirklich einfach so viel um Kreativität. Die Animationstechnologie ist teilweise an einigen Stellen noch nicht ganz ausgereift, aber es geht einfach um die Geschichte, die grandios ist für die ganze Familie. Ich kann mir das immer wieder angucken und Ilja Richter als Mike Glotzkowski ist einfach nur episch. Auf die 3 hat es ein sehr unbekannter Animationsfilm geschafft, und zwar Horten hört ein Hu, der viel zu wenig Anerkennung kriegt. Von Dr. Seuss ist die Buchvorlage und das ist ein sehr philosophischer Animationsfilm, der richtig gut gelungen ist. Was wäre, wenn wir nur auf einem Staubkorn leben würden? Und damit sollte man Kinder wirklich mal konfrontieren mit so kleinen philosophischen Dingen. Ist richtig kindgerecht, aber auch erwachsenengerecht erzählt, dass sich Erwachsene nicht verarscht fühlen. Ein richtig schöner Familienfilm, Horten hört ein Hu, mein Platz 3. Auf meiner 2 ist Wall-E, der Film, der fast ohne Worte auskommt in der ersten Hälfte, kommt fast schon wie ein Stummfilm daher und trotzdem wächst uns Wall-E so ans Herz. Ein Film mit Bildungsauftrag, ein super Familienfilm mit einer tollen Geschichte, die ich mir immer wieder angucken kann. So, bevor ich jetzt meinen Spitzenplatz beleuchte, erzeige ich euch kurz, welche Filme es nicht reingeschafft haben. Darunter zähle ich nämlich auch Alles steht Kopf. War ein super Film dieses Jahr, aber leider kein Film, wo für mich der Funke übergesprungen ist. Er war mir am Ende etwas zu vorhersehbar und ein bisschen zu cheesy, aber er hatte natürlich auch sehr viele kreative Einfälle und war für viele Generationen geeignet. Trotzdem, für mich ist der letzte Funke nicht übergesprungen. Des Weiteren sind nicht drin Ernst, Das große Krabbeln und auch Die Rotkäppchenverschwörung, den ich auch sehr gut fand. Kommen wir aber nun zu meinem Spitzenplatz und das ist für mich Ratatouille. Ratatouille ist ein Film,
der wunderbar witzig ist, hat so viele kreative Einfälle. Den habe ich mir im Kino dreimal angeguckt, habe ich mir auf DVD, habe ich auf Blu-ray. Der Film ist einfach wunderbar. Ich kann ihn mir 10-mal ansehen, ich kann ihn mir 20-mal ansehen. Ist einfach so charmant mit diesem leicht französischen Flair. Die Ratte, die kochen kann. Eine wunderbare Geschichte für groß und klein. Ich gucke mir diesen Film immer noch gerne an. Und ja, ich hoffe, ihr könnt meinen Platz 1 und meine ganze Liste verstehen. Wenn ihr sie nicht verstehen könnt, schreibt mir eure Liste in die Kommentare oder was ich vergessen haben könnte. Sonst könnt ihr euch hier noch eine letzte Folge der Top Time klicken oder noch eine Critic Time. Des Weiteren sehen wir uns in der nächsten Critic Time hier im Filmclub. Ciao.